DMZ, DMZ, DMZ. So oder so ähnlich haben wir damals die Videos angefangen in Season 1 und 2 und damals der Hype sozusagen hat sich weitergetragen über das ganze Jahr hinweg und jetzt ist es soweit. Wir haben die Bestätigung offiziell von Call of Duty, dass die DMZ weitergehen wird. Es wurde gepostet in den sozialen Medien von Call of Duty auf Instagram, Twitter und so weiter, dass die DMZ weitergeht. Das bedeutet aber auch, dass es im COD Next Event kein DMZ zu sehen wird und auch wenig News darüber geben wird oder gar keine. Natürlich gucken wir uns trotzdem das COD Next Event an, also wer mitgucken will, am Donnerstag um 18 Uhr schauen wir rein, machen dann eine gemütliche Watchparty, bisschen was zu knabbern, ein bisschen was trinken, einfach mal die Seele baumeln lassen und was wir auf jeden Fall sehen werden, ist ja das DM Zombies und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Donnerstag, aber erstmal viel wichtiger zu den News mit der DMZ. Schauen wir uns jetzt den Community-Beitrag an. Sie nennen das Ganze DMZ-Community-Update. Und zwar sagen sie, auch wenn die DMZ jetzt nicht nächste Woche gezeigt wird, damit meinen sie natürlich das COD Next-Event am Donnerstag um 18 Uhr, sind wir trotzdem aufgeregt oder wir freuen uns darauf, die Informationen zu teilen, dass wir den Support mit der DMZ-Beta weiterführen werden. Jetzt in diesem Satz sehr, sehr viele interessante Punkte. Zuallererst mal natürlich, sie freuen sich, dass die DMZ weitergeführt wird. Das ist das Allerwichtigste. Die DMZ ist ein Modus im Extraction-Loot-Shooter-Bereich, der sozusagen sehr viel Zukunft hat. Also das Genre an sich ist momentan sehr, sehr gehypt. Wir wissen, dass 2024 drei große Titel rauskommen mit PUBG und Bungie Marathon und Heartland Division. Also die nächsten AAA-Entwickler versuchen, in dieses Genre einzusteigen. Und hier hat COD mit DMZ natürlich die Nase vorn und kann diesen Vorsprung jetzt ausbauen und versuchen, da was draus zu machen. Die Konkurrenz schläft nicht und ich bin sehr gespannt, ob sie das vorhaben, denn wir sehen hier nur, dass es erstmal weitergeführt wird und sie sagen auch, dass es in der DMZ-Beta weitergeführt wird. Also hier ist kein Wort von einem Release oder ähnlichem. Jetzt ist es interessant zu wissen, dass die anderen Extraction-Loot-Shooter, also zum Beispiel Escape from Tarkov, befindet sich jetzt seit 5 oder 6 Jahren in der Beta. Auch Marauders und Co. und wie sie alle heißen, sind tatsächlich alle in der Beta. Also ich kenne kaum einen Extraction-Loot-Shooter, bis auf Cycle. Und Cycle ist momentan wieder komplett, die Server wurden abgeschaltet. Kaum ein Extraction-Loot-Shooter, der nicht in der Beta ist. Das zeigt so ein bisschen auch die Komplexität von diesen Spielen, wie kompliziert das alles zu handeln ist, weil diese Spiele so viel Tiefe haben einfach. In einem Extraction-Loot-Shooter geht man halt nicht nur rein, um den gegnerischen Spieler zu killen, sondern wir haben sehr, sehr viele andere Optionen. Es geht darum, Missionen zu machen. Es geht darum, Items zu sammeln, zu farmen für seine Operationsbasis. Und natürlich geht es auch darum, Spieler zu killen, aber auch um Begegnungen mit anderen Spielern der freundlichen Art zu haben. Also die Interaktion sozusagen mit dem Spieler kann sowohl feindlich als auch freundlich laufen und diese ganzen Faktoren geben einem Extraction-Loot-Shooter so viele Möglichkeiten, seine eigene Siegbedingung zu setzen und sein eigenes Spiel zu spielen, was dieses Genre einfach absolut faszinierend macht. Schauen wir uns den nächsten Teil an und hier zwar steht hier, die Spieler werden weiterhin die Möglichkeit haben, zu infiltrieren und zwar auf Al-Masra, Ashika, Island und Mondel und Building 21 und der Koschei Complex. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Beitrag hier, weil das bedeutet, dass wir erstmal so weitermachen können wie bisher. Das ist was Schönes und wir wissen, dass wir uns da keine Sorgen zu machen brauchen. Auf der anderen Seite muss man natürlich hier auch mal betonen, was nicht in diesem Satz steht. Und zwar hier steht nicht konkret drin, dass wir zum Beispiel auf die neue Warzone-Map gehen werden mit der DMZ. Dass es da eine Integration geben wird, dass wir neue Maps kriegen. Natürlich kann man das jetzt überinterpretieren, wir freuen uns ja, dass es weitergeht. Trotzdem ist so ein bisschen ein Fragezeichen hier mit drin, weil sie so sehr betonen, dass es auf Al-Masra und Co. weitergeht. Also rein theoretisch könnte es natürlich sein, dass die DMZ weiterlaufen wird und man weiter spielen können wird, weiter infiltrieren können wird, aber dass sie eben nicht mehr den Support kriegt, den sie während Modern Warfare 2 bekommen hat. Diesen massiven Support, jeden Monat ist so neue Spielinhalte dazu gekommen, neue Maps, neue Spielmechaniken, Items, die Operationsbasis, das Split-System und so weiter und so fort. Das könnte natürlich sein, allerdings wäre das schon ein bisschen mutig, finde ich, so viel hier rein zu interpretieren. Aber man sollte es im Hinterkopf behalten, das heißt, die Warnlichter sind definitiv noch nicht ausgeschaltet für die Kritiker, die immer wieder sagen, dass die DMZ ausgeschaltet wird. Und hier werden wir auch weiterhin wahrscheinlich Content bekommen von großen Content-Creatern, die immer noch sagen, ja okay, DMZ wird nicht abgeschaltet, aber es ist trotzdem tot. Also nicht wundern, wenn solche Nachrichten kommen. Das ist bezogen auf diesen Part hier.
Abschließend sagen sie Danke für den Support und die Leidenschaft in der Beta. Wir werden weiterhin Updates teilen, wenn wir näher nach Season 1 kommen. Okay, was bedeutet das? Season 1 erstmal für Warzone ist bekannt mittlerweile, dass es Anfang Dezember startet. Wir vermuten da den 7. Dezember war das, glaube ich. Ich habe es auf Twitter verlinkt, da versuche ich immer die aktuellen Termine abzudaten. Ich verlinke das gerne mal unten. Auf jeden Fall, je näher wir nach Season 1 kommen, desto mehr Infos werden wir geben. So, was bedeutet das jetzt? Wir werden erstmal am 10. November den Release von Modern Warfare 3 haben. Und da ist natürlich jetzt das komplette Marketing drauf ausgerichtet, dass die Leute das Spiel kaufen. Das ist extrem wichtig für Activision. Sobald diese Marketingphase vorbei sein wird, können wir ab dem 10. November, vielleicht ein paar Tage später, die ersten Informationen erwarten, weil dann geht es darum, Warzone zu promoten, weil dann die Season 1 beginnt, Anfang Dezember. Und in dieser Zeitphase werden wir Informationen kriegen über Warzone und über die DMZ, wie es da am Teil weitergeht. Also auch hier nicht wundern, wenn wir bis zum 10. November wenig oder gar keine Informationen kriegen werden über den weiteren Verlauf der DMZ. Also, die DMZ geht definitiv weiter, 100%. Ein Stein fällt uns vom Herzen, oder wie sagt man? Jedenfalls, wir freuen uns sehr, 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 dass es weitergeht. Dennoch, Alarm ist nicht ganz ausgeschaltet. Wir wissen nicht genau, wie es weitergehen wird. Wird die DMZ nur weiterlaufen ohne Support oder wird sie maximal supported? Wird sie wahrscheinlich in der DMZ-Beta bleiben? Ist mit einem Fragezeichen. Wir erwarten das jetzt erstmal, so wie sich dieser Text liest, dass wir Modern Warfare 3 komplett noch die DMZ-Beta haben, was absolut nicht schlimm ist, was absolut normal ist in einem Genre. Und wir wissen ja auch, in welchem Zustand die DMZ ist, was jetzt Bugs und Co. angeht. Da muss noch viel getan werden. Also da mache ich mir überhaupt keinen Gedanken. Dann ist aber die Frage, ob wir auf die neue Warzone-Map können, wie es da weitergehen wird. Fragen über Fragen. Wir werden uns erstmal das CodNext-Event ansehen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Information zum CodNext-Event. Ansonsten spätestens ab dem 10. November. Und was wir auf jeden Fall sehen werden am Donnerstag, ist natürlich die DM-Zombie-Phase, also der DM-Zombie-Modus. Wir werden auf jeden Fall mindestens einen großen Trailer sehen für DMZ-Zombies. Und da wissen wir auch, dass das 100% am 10. November zu spielen sein wird. Und vielleicht ja auch schon in der Beta vorab, dass wir da in den Zombie-Modus rein könnten, das wäre natürlich auch genial. Also, summa summarum, super, super gute News. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich sage an dieser Stelle, hasta luego. Wer Lust hat, bis Donnerstag. Ansonsten, hasta la vista. Ciao, 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 ciao.